دي بيشفت اللي بيسميت دي التوحيد سو اكليرا فينا سو فدوان كريشن دي زي تانس الزخن أبا دي زي بدويتو دي زي معاني دي كريستو مش und es gibt jemand رحمة الله عليه ابن القيم der Schüler von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمة الله عليه natürlich Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah war jemand der die ganze Zeit المبتدعين diese Erneuerer und Erfinder und die bekämpft der hat sie bekämpft die ganze Zeit hat damit sein Leben verbracht ibn al-Qayyim war jemand der diese Bedeutung wollte sozusagen diese Bedeutung von Tauhid in deinem Herzen einpflanzen, damit du das in deinem Leben umsetzen kannst. Damit du es in deinem Leben umsetzen kannst. Und wenn wir dies in Tauhid umsetzen wollen, dann sollen wir uns mit den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die sehr gewaltig sind. Und es gibt manche Namen, die eigentlich nicht sehr oft zusammenkommen. Wie zum Beispiel Al-Aziz, dieser Stolze. Al-Hakim, der Weise, subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt eine Zusammenfügung von zwei Namen, die in einer Sure sehr oft wiederholt worden sind. Der Stolze, der Weise. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hat, was den Menschen gegeben hat und was ihnen ermöglicht hat, hat immer jede Ayah beendet, indem gesagt hat, Allmächtige, okay, also der Bruder hat mir noch einen Tipp gegeben, also für diese Stolze, der Allmächtige, also der Allmächtige. Und jetzt, ja, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Und dann gibt es Namen wie zum Beispiel Al-Halim, der Mitte. Der Milde, ja, der Milde und sanftmütig Milde. Wenn du diesen Namen hörst und diese Eier liest, dann solltest du wissen, dass es hier um eine Strafe geht. Hier geht es um eine Übertretung einer Grenze. Zum Beispiel, wird überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, als Nuh a.s. im Sterben Bett lag. Und achte bitte darauf, weil der Sheikh hat immer sehr viel darüber gesprochen. Guck mal, wie die Propheten, was sie für Sorgen hatten. Was ist deine Sorge? Was ist deine Sorge, wenn du jetzt im Sterbebett liegen würdest? Dein Geld, dein Reichtum, vielleicht deine Firma? Würdest du jetzt deine Kinder um dich versammeln und ihnen sagen, die Firma, da haben wir jahrelang daran gearbeitet, gehen. Nein, die Propheten hatten ganz andere Sorgen. Sie hatten eine Frage. Wen werdet ihr anbeten nach meinem Tod? Bitte um Ruhe hinten, ja. Ich weiß, vielleicht gibt es Leute, die das Arabische jetzt genossen haben, walhamdulillah rabbil alamin, und das Deutsche vielleicht als etwas lästig finden. Aber genauso wie diejenigen, die kein Arabisch verstanden haben, zugehört haben und kein Geräusche gemacht haben, solltet ihr bitte das auch machen. نحن نعلم أن هؤلاء الذين استمعوا إلى اللغة العربية وفهموها وتمتعوا بما قال به الشيخ يعني الآن يمكن فكما استمع هؤلاء الذين لا يفهمون العربية ولم يتكلموا ولم يتحركوا فإن شاء الله تستمعون ولا تتحرك لا تتحرك إن شاء الله تنزل الله سبحانه وتعالى ihm preisen, Lobpreisen, die Himmel, die sieben Himmel und die Erde und alles, was darin ist. Und es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist, doch er begreift ihr Lobpreisen nicht. Die Decke lobpreist Allah, das Mikrofon lobpreist Allah, die Kamera lobpreist Allah, der Tisch, der Boden. Aber guck mal, es gibt zwei Geschöpfe auf dieser Erde, ja, die immer vergessen, Allah Lob zu preisen und ihn zu gedenken, subhanahu wa ta'ala. Nuh sammelte seine Kinder um sich, weil ein Testament, möchte ihnen etwas sagen, möchte ihnen etwas hinterlassen. Dann sagte möchte zufrieden sein, bevor stirbt. Was werden sie anbieten?
قول الله سبحانه وتعالى هات سورة البقرة غزاء أم كنتم شهداء باقي أتبا دباي باقي أتبا صويد ألف يعقوب عليه السلام انشتهب بطلع da hat seine Kinder zu sich versammelt oder um sich versammelt und fragte, wen werdet ihr nach meinem Tod anbeten? Sie sagten, dein Gott. Das, den Gott, den du angebetet hast, den man mit Recht anbeten darf und keinen anderen, den werden wir anbeten. Guck mal, wie ein Prophet vielleicht seine Augen zumachen kann und sterben kann in Zufriedenheit. Warum? Weil er weiß, was er seinen Kindern hinterlassen hat. Subhanallah. Und dann sagt er, ich befehle euch zwei Dinge, die ihr unbedingt machen solltet. Das erste, es gibt keine Gottheit, die mit Recht angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat er gesagt, wa subhanallah, und viele von uns leider geht immer dieses verloren, die Bedeutung von einem Namen. Subhanallah, der bitte sagen, gepriesen sei Allah. Was bedeutet gepriesen sei Allah? Weiß er selber nicht. سبحان الله أنزهك عن كل نقص أو الله du bist frei von jedem Fehler von jeder Schwäche سبحان الله وبحمده إيه جبرت دانك das ist das Gebet von allen Dingen und dadurch werden die Menschen versorgt فالله أكبر wie kann Allah سبحانه وتعالى obwohl wir es vergessen und indem wir ihn nicht lobpreisen und gedenken und dann trotzdem tut er uns versorgen gibt er uns diesen Rizal. Subhanallah. Natürlich, dieses, worüber wir reden, sind nur kleine Themen. Wir greifen nur bestimmte Themen. Wir können nicht jetzt lange über diese ganze Thematik sprechen. Jetzt kommen wir zu etwas, und das ist die zweite Shahada. Das heißt, die zweite sollte so. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wenn jemand hier von euch ist, gekommen, ein Reh oder Gold in seiner Hand fällt, das ist eine Frage. Und er würde jetzt draußen den Propheten Muhammad s.a.w. treffen und er wird ihm sagen, nimm diesen Ring und schmeiß es auf den Boden. Was wäre deine Antwort? Wie würdest du reagieren? Würdest du das akzeptieren? Genauso ist das, dass wenn er dir etwas befiehlt oder etwas verbietet, dann solltest du auch genauso zuhören und das befolgen, als hätte er selber persönlich zu dir gesagt, du solltest dies machen und dies nicht machen. Und Allah hat eine Bestätigung, eine Berufung, voller Rabbik. Keineswegs. Guck mal, wie er den Iman beiseite gestellt hat. Bei deinem Herrn, sie können sich nicht als Gläubiger, als Mu'minin bezeichnen, bis sie dich, ja Muhammad, als Richter zwischen ihnen haben. Guck mal, diese Eier ist subhanallah. Erstmal im Iman. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى bis sie nicht als Richter leben. Dann werden sie in ihrer Nacht, nachdem er entschieden hat, er hat gesagt, vielleicht gegen deinen Willen, gegen deine Entscheidung, gegen das, was du liebst. Er hat gesagt, nein. Aber er findet keine Trauer, dass der Rasul s.a.w. anders entschieden hat. Nicht nur das. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Sie ergeben sich, sie unterwerfen sich dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also ich muss nochmal sagen, Hudu, Ruhe bitte. Inshallah, ich versuche so gut wie möglich diese Bedeutung zu geben. Es gibt viele Brüder hier, die kein Arabisch verstehen. Bitte, wie oft müssen wir das sagen? Subhanallah. Lasst uns inshallah weitermachen und nicht alle 30 gucken und sagen, bitte Ruhe, bitte das, was stört den ganzen Verlauf, inshallah. Was ist der Unterschied?